Hallo und herzlich willkommen zu Kunstfälschen mit Jette, Part 3. Wir haben ja schon immer mal wieder so ein paar Kunstwerke nachgemalt, wie zum Beispiel Starry Night, das steht auch da auf der Seite, und das Mädchen mit dem Perlenohrring. Also das sind so die Gemälde, die ich schon nachgemalt habe. Und heute gehe ich auf einen Wunsch von euch ein, den ihr euch super oft gewünscht habt. Ich habe auch oft nachgefragt, was ihr sehen wollt. Und die fette Dame aus Harry Potter hat eigentlich jedes Mal gewonnen. Deswegen jetzt endlich das Video dazu, wo ich versuche, sie nachzumalen. Die fette Dame, im Original heißt es Fat Lady, ist ein Gemälde aus Harry Potter. Das hängt in Hogwarts. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß es von den Maßen her ist, aber in den Filmen sieht es zumindest immer richtig groß aus. Und teilweise ist ja auch ein Schauspieler da, der die fette Dame verkörpert. Und es ist halt nicht immer nur so ein Still, also nicht immer nur so ein Standbild als Gemälde, sondern da bewegt sich das auch mal. Wir malen aber heute diese Version nach, die ich jetzt online eigentlich meistens gefunden habe, wenn man nach dem Gemälde sucht. Ich bin ganz schön gespannt, ob ich das hinkriege. Schritt Nummer 1 ist eine Leinwand finden, und das habe ich gestern schon erledigt. Ich meine 60 oder 50 mal 70. Es kommt schon darauf an, wie groß ich es malen werde. Aber ich glaube, ich nehme die, weil meine Staffelei nicht so groß ist. Ich habe mich für diese hier entschieden. Das ist die 40 mal 60, weil die recht hochkant ist. Und die musste auch noch auf meine Staffelei passen, und die ist halt nicht so riesig, deswegen musste ich das kleinere nehmen. Es passt gerade so rauf. Ich bereite das jetzt eben vor und dann mache ich eine Skizze, und ich habe absolut gar keine Ahnung, ob ich das hinkriege, aber das ist wirklich ein schweres Bild. Also ich habe allein für dieses Porträt 8 Stunden gebraucht, und die fette Dame hat ja auch noch sowas wie Landschaft, da ist was im Hintergrund los, und hier ist einfach nur so ein schwarzer Hintergrund. Nun gut, was man nicht alles tut. Ich habe mir das jetzt mal hier so aufgebaut und schon mal ein Bild rausgesucht. Das ist jetzt das Beste, was ich finden konnte. Geht so von der Qualität. Aber der erste Schritt ist wie immer, das Ganze zu skizzieren. Ist das schwer. Halbe Stunde später und ja. Ich bin so weit durch. Ich hoffe, es stimmt ungefähr von den Proportionen. Ich bin unglaublich schlecht im Händemalen. Bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt hinkriege, Hände zu malen mit Acrylfarben, wenn ich das nicht mit Bleistift hinkriege. Ich weiß noch gar nicht, womit ich anfange, aber ich glaube, ich fange mit den Pflanzen und dem Himmel oben an und arbeite mich quasi von oben nach unten im Bild durch, damit ich halt später zum Beispiel mit den Händen nicht zerwische. Das ist immer ein ganz guter Tipp. Ich habe meine Acrylfarben und hier schon ein paar Grüntöne rausgelegt, inklusive Braun und Weiß. Und werde damit jetzt mit dem Pinsel hier die Blätter anfangen zu malen. Also einfach den Teil hier oben. Und darunter kommt dann einfach Blau, dann Wolken, und dann, glaube ich, mache ich mit dem Gesicht weiter. Die Blätter sehen jetzt so aus, habe ich jetzt fertig gemalt, und als nächstes mache ich mit dem Himmel weiter, der kommt halt so zwischen den Blättern durch. Die Blätter sind fertig. Als nächstes kommen hier so Wolken hin, und wenn dann der Part ungefähr getrocknet ist, mache ich dann mit dem Gesicht weiter. Thank you.
Wenn ihr euch jetzt überhaupt so gar nicht auskennt, dann erzähle ich euch kurz ein bisschen an Hintergrundinfos zu der fetten Dame. Innerhalb Hogwarts sind eigentlich meistens oder oft Zugänge mit so Passwörtern geschützt und meistens sind es auch so Gemälde. Und da muss man eben das richtige Passwort kennen, um eintreten zu dürfen. Ich habe das hier Gesicht jetzt größtenteils fertig und werde mich jetzt hier so runterarbeiten und die Arme und dann den Oberkörper malen. Und das wird super schwer, weil da so super komplizierte Stofffalten sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll, aber irgendwie schaffe ich das schon. Das habe ich mir da vorgenommen, ey. Ich habe außerdem herausgefunden, dass man, glaube ich, nicht richtig weiß, was die fette Dame während ihres Lebens gemacht hat. Man weiß nur, dass nach ihrem Tod eben das Gemälde von ihr angefertigt worden ist und sie eben seitdem den Eingang zum Gryffindor-Turm bewacht. Es hängt da eben in so einem Treppenhaus, wenn man da hochgeht und man eintreten möchte, da muss man halt eben das Passwort sagen. Und es gibt, soweit ich weiß, auch 16 verschiedene Passwörter, die mal galten. Ich glaube, die werden auch geändert, aber wenn ihr wisst, was so die Passwörter sind, dann könntet ihr mal kommentieren. Es sind bestimmt einige Harry Potter Fans unter euch. Sonst hätte das Bild auch nicht in der Abstimmung 1000-mal gewonnen. Kurzer Zwischenstand. Ich bin jetzt gerade hier bei diesem Kleid, was die trägt. Und so langsam bin ich echt so ein bisschen erschöpft. Ich male jetzt seit 2,5 Stunden ungefähr. Gebt euch mal, wie viele Falten da drin sind. Jetzt werde ich als nächstes den Hintergrund fertig machen, also das Gebäude, was da auf der Seite steht. Und dann eben diese Säule ganz links und die Büsche und Blumen, die da auch noch im Hintergrund sich befinden. Und jetzt fehlen halt noch so ein paar Details, wie zum Beispiel die Bäume oder die Blumen im Hintergrund. Und dann bin ich eigentlich ziemlich weit schon. Fast fertig eigentlich. Okay, ich glaube ungefähr 4,5 Stunden später, würde ich jetzt ungefähr schätzen, bin ich fertig. Crazy. Ich dachte, es wird einfacher, aber bin echt überrascht, dass ich es relativ gut hinbekommen habe. Ich muss dazu aber sagen, ich habe auch so ein paar Details ausgelassen, die einfach viel zu schwer sind, wie das Gewand. Keine Chance, dass ich das hinbekommen hätte. Deswegen, tada, die fette Dame aus Harry Potter, wie ihr es euch gewünscht habt. Ich finde, es ist eigentlich echt ganz gut geworden. Also ich bin voll zufrieden mit dem Ergebnis. Klar, also jetzt hier zum Beispiel hätte man noch so ein bisschen mehr Details machen können, aber ganz ehrlich, dafür finde ich es echt gut geworden. Ich würde jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht 2 Tage dran sitzen, das kann man auch machen. Also ich könnte jetzt auch 2 Tage an diesem Bild arbeiten und hätte das noch viel genauer hinbekommen, aber ich finde, so, es reicht. Schreibt mir auf jeden Fall mal, was ich als nächstes malen soll in die Kommentare. Das kann auch aus einem Film sein, es kann von einem berühmten Künstler sein, mir ganz egal. Auf jeden Fall auch nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und die Glocke aktivieren. Das unterstützt mich sehr und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, tschüss!